Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, das ist irgendwie wie ein Gedicht, das kann ich wahrscheinlich auch im Schlaf und wenn ich sterbe und... naja, wahrscheinlich immer. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge uns ein bisschen in diesem Giovanni-Gebäude umgesehen und sie hier kennengelernt. Und mit deren Hilfe können wir jetzt hoffentlich auch noch irgendwas erreichen. So, yes. Wir haben wieder was irgendwie ihrer Familie. Ne, haben wir nicht. Okay. Schade, aber auf jeden Fall müssen wir hier irgendwas noch machen. Hi. Ach Mann, ich möchte ins... ich möchte einfach nur die verdammten Gespräche überspringen. Aber, okay. Hier gibt's... das hat aber wer gesehen. Schade. Naja, auf jeden Fall... wir suchen ja eigentlich ursprünglich nach dem Sarkophag von Ankara, beziehungsweise nach dem Artefakt für Pesha. Okay, hier geht's wieder zum Swimmingpool. Und aus diesem Grund werden wir jetzt mal diese Geheimtür sozusagen, beziehungsweise Tür mit Verschluss, also mit Schloss, uns näher anschauen. Hoffentlich sinnvoll, denn ich habe kein Blut, das ich so einfach so verschwenden kann. Beziehungsweise wir haben ja Blut, aber wir sollen es trotzdem nicht so ohne weiteres verschwenden. Das sieht doch interessant aus hier. Und da finden wir scheinbar ein Büchlein. Böse Affe, keine Banane. Was? Böse Affe, keine Banane? Bei den Giovannis muss man wohl mit allem rechnen. Verdammt, nicht F5. Ich wollte eigentlich nur ins Inventar gucken. Hä? Wieso kann ich mir das nicht... hä? Also gerade spinne ich oder spinnt das Inventar oder wir beide. Auf jeden Fall eigentlich, genau, wollte ich mir das hier angucken, jetzt dieses komische Buch. Von wegen Affen und Bananen. Okay, dafür fehlt uns die Recherchefähigkeit, also es hat auch wieder nichts gebracht und wir haben im Prinzip nur Blut verschwendet. Super, aber hier... ah, cool. Gibt es scheinbar eine Geheimtür. Und dazu muss ich sagen, das wusste ich wirklich nicht. Manchmal schaue ich in der Komplettlösung nach, manchmal nicht. Und diesmal war nicht. Okay, also hier führt einfach ein Weg weiter nach unten. Ich hatte aber eigentlich in Erinnerung, dass man mit jemandem anderen hier irgendwie in diese tieferen Ebenen von den Giovanni-Dings da runter geht. Und ich hatte in Erinnerung, dass es hier irgendwie so einen Safe gab, den ich nicht öffnen konnte. Hm. Oder war das ein anderes Gebäude? Naja, auf jeden Fall... geht's hier wohl tiefer? Und wohl in Versuchslaboratorien. So sieht's zumindest aus. Hier haben wir einen Hebel, der das Teil nach unten fahren lässt. Ganz nach unten fahren lässt. Also im Prinzip ein Aufzug für uns. Oh, ich habe einen Schrei gehört, das gefällt mir überhaupt nicht. Und da liegt ein toter Hund. Was jetzt auch nicht unbedingt die Dekoration ist, die ich mir für... oh, oh, aus dem Winkel sah er noch ein bisschen vollständiger aus. Nicht die Dekoration, die man unbedingt zu Hause haben möchte. Kann man hier irgendwas einstecken mit, vielleicht? Was auszusehen dann in unserer Tasche fällt? Giovanni-Buch. Beide okkulte Gegenstände für Pesha gefunden. Okay, cool. Dann kann man hier weiter, oder... nee, kann man nicht, dann ist das hier wirklich gedacht, dass man hier mit diesem Teil nach unten fährt. Das tun wir noch. Wobei, hier ist noch eine Tür, die auch nichts ist, gut, alles überprüft. Ja, eigentlich möchte ich mich nur drücken, davor hier runterzufahren, aber werde ich wohl müssen. Wir machen kurz einen Quick Save. Einfach der Sicherheit halber, vielleicht geht hier irgendwas kaputt an dem Teil und wir fallen hunderte, tausende Meter nach unten und brechen uns unser Genick. Okay, wir sind Vampire, das heißt... beziehungsweise mein oder unser alter Ego ist ein Vampir, das heißt, es würde nachwachsen. Und, oh, Zombies! Hatten wir das nicht alles schon mal? Hallo. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Oh nein, nicht Blut macht, das ist unglaublich. Mit rechter Maustaste, das muss ich vielleicht dazu sagen, zoomt man in Battlefield 3. Und in ziemlich vielen anderen Spielen. Deswegen habe ich immer so, wenn ich mit Schusswaffen hantiere, den Drang dazu, mit
der rechten Maustaste ein bisschen näher zu zoomen. So, wir visieren genau an und geben einen Kopfschuss. Bei dem Viech auch, wobei wir können immer nach hinten gehen. Ist ja eigentlich egal, ob die uns sehen oder nicht, die sind eh zu lahmarschig, um uns einzuholen. Komm her. Komm her. So, wir können auch mal hier hochlaufen. Ich denke nämlich, dass das hier eher der reguläre Weg gewesen wäre. Wir haben jetzt eher diesen Schlossaufbrecherweg genommen. Oder? Geht's hier raus? Nee. Hä? Ach, hier hätte man auch runtergekommen? Ach Gott. Ich überprüfe zwei von drei Türen und das sind natürlich genau die falschen. Okay, kommt her, ja. Zombies. Das passiert also mit Giovannis, wenn sie nicht artig waren. Sie werden zu Zombies. Wahrscheinlich beruht dann auch die Macht der Dings darauf, dieser Erwachsenen bzw. dieses Ältestenrats. Was? Spawnen die nach? Sieht so aus. Gefällt mir überhaupt nicht, deswegen werden wir mal durchrennen. Wobei wir eigentlich genug Munition haben, um hier ein paar Jährchen zu überleben. Oh, ihr seid so gruselig, ihr Zombies. Ach scheiße, ich bin nicht richtig getroffen. Kann man da rein? Habt ihr da irgendwas versteckt? Irgendwas schon? Nö, auch nur leere Grüfte, also... Wow! Ein Schockmoment. Damit habe ich nicht gerechnet, vor allem, dass das jetzt so ein Venture arrogantes Arschloch war, oder Schwächling eher gesagt. Das waren doch die Venture, diese Reichen, oder? Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall keiner von diesen, zum Beispiel Brucher, Vampiren, denen ich mehr so ein bisschen Kraft zugetraut hätte. Um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Aber hört sich schon gerade mehr nach Kampfmusik an, also denke ich mal, es wird lustig. Für euch, weil ich fehle wahrscheinlich. Aber ist ja auch ein bisschen christlich-kryptisch eingerichtet. Wir gehen mal nach links. Ah, wir sind von irgendwas gesehen. Das gefällt mir nicht. Oh. Komm, stirb. Stirb halt nicht. Geht hier auch immer random eine runter? Oder sollen eigentlich beide runtergehen? Wahrscheinlich, oder? Es geht aber immer nur die linke runter. Also ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Also ich könnte es mir zumindest nicht vorstellen. Ja, und da geht es dann von unten rum. Okay. Komm schon, Tür, öffne dich. Oh. Nee, die Tür lassen wir vielleicht lieber dazu, aber ich denke, wir können einfach jetzt mal der Action halber unsere Schrotflinte auspacken. Kommt her. Irgendwie möchte der nicht umfallen. Okay, wenn wir genau treffen, dann zerplatzen sie auch. Wobei, das sind die eigentlich nicht wert, die Munition. So, auch. Und du da hinten kommst auch noch dran, keine Sorge. Gut. Mehr haben sie wohl nicht zu bieten, als hier ein paar, naja, Untote in dem Sinne, aber... Ich frage mich jetzt auch, ob es jetzt wirklich einfach so darauf hinausläuft, dass wir jetzt einfach hier verschwinden, also den Sarkophag holen und verschwinden. Weil dann hätten wir auch schon wieder irgendwie Content, weil das mit diesem Onkel da würde ich auch gerne lieber ausgeführt haben, ein bisschen mehr. Also das ist eine Quest, in der man die tötet oder das ganze Giovanni-Haus zerstört oder sowas, so viel ich weiß, ist nämlich dieser Quest, den wir eben gemacht haben, mit diesen Informationen der Einzige. Den man wirklich hier machen kann. Das ist auch schon wieder irgendwie Content, der nicht so voll ausgeschöpft wird. Okay, das ist hier eine Verzierung. Ich habe ja nichts gegen das Spiel, aber ich finde es eher schade. Okay, wir haben drei Türen scheinbar zur Auswahl. Wir nehmen einfach mal die goldene Mitte. Ja, ich weiß, ich quicksave häufig und das fällt auch auf, wenn das Quicksaven so lange dauert, aber das tut mir leid. Dafür kann ich jetzt nichts, das liegt auch nicht an meinem Rechner, sondern einfach an dem, an der extremen Datenmenge sozusagen, okay. Egal. Hier geht's weiter. Können wir das aufschließen? Nee, können wir nicht. Muss man vielleicht die Zombies essen. So, und du auch noch. Ist hier wieder was zum dran ziehen? Nein, hier ist einfach nur eine Tür. Ah, es geht aber weiter nach unten, das ist schon mal gut.
tut und es lädt. Das ist sogar noch besser. Für uns, nicht für die Giovannis, denn denen werden wir jetzt wohl ihren wertvollsten Besitz in Form des Sarkophags stehlen. Ah, das sieht aus nach einem Bosskampf und ich glaube, ich erinnere mich sogar an den. Und weiß, dass ich ihn scheiße fand. Oder hart zumindest. Kindred, your presence here violates the agreement between our leaders. Leave now or face the consequences of your actions. Lassen Sie uns über dieses Problem reden, worin es auch bestehen möge. There is an alliance between your leader Lacroix and Mistress Ming Zhao. You violate das the agreement. Gefragt. If you do not leave, we are not responsible for your death. Was für eine Übereinkunft? Wovon sprechen Sie da überhaupt? We'll give you one more chance to leave this place and keep your life. You will go? Na schön, ihr Double Dragon Flüchtlinge, dann mal Butter bei der Fische. Bei die Fische, mein Gott. The time for decisions has passed. We Chang Brothers accept. Die Chang Brothers, okay. Tut mir leid, das bekommen sie nicht. Und wir kriegen zwei Gegner, nämlich Klingenbruder 1 und Klingenbruder 2 und werden daraus Klingenbruder 0 wahrscheinlich machen. So. Verdammt. Kommt her. Bleibt da. Okay. Schaden scheint so zu pressen. Wow, seid ihr toll. Ach, verdammt. Ja, man sollte seine Gegner nicht reizen. Immer dann schön zuschießen, wenn sie gerade zuschlagen wollen und wenn sie dann wirklich zuschlagen können, wenn wir nämlich nachladen müssen, dann einfach weglaufen. Scheint hier die Taktik zu sein, also ich habe jetzt nicht geguckt, wie man die eigentlich bekämpfen sollte. Aber ich mach's jetzt einfach mal so auf diese Art und Weise. Ja, wir quicksaven auch mal zwischendurch. Dann werde ich nämlich ein bisschen mutiger und vielleicht finde ich einen Weg, sie noch schneller auszuschalten. Beziehungsweise eine Waffe, die noch weniger... What? Hallo? Spiel? Was zur Hölle? Boah, das sind doch mal Grafikglitche hier. Also ich biete euch nicht nur das Spiel, sondern auch Content, den es gar nicht gibt im Prinzip. Aber ich nutze das jetzt einfach mal schamlos aus. Und entledige mich zumindest dieses einen Klingenbruders hier. Ach man. Wo wir übrigens wieder bei diesen Affen wären, denn daran erinnert es mich gerade. Und ich denke mal, wir machen jetzt mal einen Quicksave. Und gehen in den Kampf gegen den hier mal ein bisschen direkt davor. Ich möchte jetzt nicht einfach nur Bug usen. So, wir können ja auch mal unsere gute Armbrust verwenden. Ja, die kommt nicht so schön Schaden. Fürchte ich. Nee, das ist mir noch zu riskant. Das macht zu viel Schaden uns selber. Dadurch, dass sie, oder dass er jetzt im Prinzip zu Zeit hat, auf uns drauf zu hauen. Das war auch nicht so schlau, aber ich denke, wir benutzen auch weiterhin den Colt. Wenn es sich nicht aufhängt. Hängt. Um jetzt mal ein bisschen mitzumachen. Hallo? Ist er jetzt so traurig über den Tod seines Bruders, dass er nicht mehr kämpfen möchte, oder wie? Oder ist er jetzt auch oben in der Wand festgepackt? Weil dann könnte ich wirklich nichts dafür, dann müsste ich backen. Ach, Spiel. Manchmal gibt's so diese Momente... Oh, da denke ich mir einfach nur schade. So, der eine Klingenbruder ist tot, der andere nicht auffindbar. Super. Komm schon. Bist du in der Wand? Bist du im Boden? Schwebst du irgendwo durch die Decke? Oder... Ah, doch, du bist da. Ah, da bist du, okay. Ich dachte schon. Ja, es hätte auch sein können, dass er im Gothic 3-Stil einfach mal als Gegner wegfliegt oder im Boden versinkt oder beides. Aber solange wir jetzt nicht einfach nur als schwebendes Schwert durch die Gegend laufen, ist das in Ordnung. So. Gut. Ja, also mittlerweile ist es als Fernkämpfer auch, denke ich, einfacher, da wir weniger Nahkampfschaden nehmen, als wenn wir jetzt Nahkämpfer wären. Tauchst du auf, da tauchst du auf. Immer schön auf den Kopf ziehen, nicht vergessen.
Wir haben aber auch nicht genug Munition von der Waffe, also können wir auch ein bisschen Munition verschwenden im Prinzip. Und du tauchst da wieder auf. Also langsam wird's langweilig. Au! Oh! Okay, der... Das war genial geplant. Das gebe ich mal zu. Einfach direkt hinter mir aufzutauchen. Denn damit habe ich jetzt nicht gerechnet, oder weniger gerechnet. Okay, er muss jetzt nochmal actiongeladen hier reinspringen, ein bisschen dann durch die Gegend hoppeln. Im Prinzip hoppen. Hoppeln. Yo! Manchmal ist dieses Soundtrack einfach nur zu genial. Und das war's dann auch mit den Gebrüdern. Merkwürdiges Haar. So, Waffe wegstecken ging. Genau, gut. Einsammeln können wir von denen nichts, aber wir werden wahrscheinlich zum Sarkophag können. Was wir dann jetzt auch machen. Und wir nehmen ihn mit. Und das Zeichen dafür war gerade interessant. Das war einfach ein Typ, der eine Leiche mitschleppt. Aber wir schleppen einfach mal einen Sarkophag. Ganz unauffällig hier. Also das waren dann wohl die Giovannis. Ein eher kurzer Abschnitt, aber auch ganz schön, wobei ich mir da auch wieder ein bisschen mehr konnte. Zum Beispiel, oder zumindest mehr Leute, mit denen man hätte reden können. Das hätte für mich schon so den Ausschlag gegeben. Oh, hier. Ich habe mich schon gefragt, wo wir sind. Aber das da oben können wir uns wirklich mal angucken. Also das wird wahrscheinlich hier Kain und Abel sein und das auch. Gehe ich mal davon aus. Von Kunst habe ich nicht so viel Ahnung. Das hier ist irgendwas 18. Jahrhundert. Auch wieder 18. Jahrhundert wahrscheinlich. Das sieht ja mehr aus wie irgendeine Hölle oder sowas. Und hier wird auch wieder irgendeiner getreten. Also wahrscheinlich auch wieder Kain und Abel. Also alles sehr schick eingerichtet hier. Oh, das ist Beckett. Und ich denke aber mit Lacroix und wahrscheinlich auch mit Beckett sprechen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Bleibt weg von den Giovannis.